Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Fortnite News Video. Heute habe ich insgesamt 3 sehr interessante News für euch am Start. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem allerersten Thema. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Twitter-Post von Fortnite. Hier wurde gepostet, dass der Battle Bus jetzt abhebt und das Ziel China sein wird. Daher dachten ganz, ganz viele Leute, dass eine neue chinesische Map entstehen wird. Und das ist aber nicht der Fall. Es ist hier tatsächlich nur eine reine Server-Geschichte. Das heißt, es geht nur um die Server. Es gibt jetzt einfach in China auch Fortnite-Server und man kann in China jetzt Fortnite spielen. Das hat also wirklich absolut gar nichts mit der neuen Map zu tun, sondern hierbei geht es wirklich tatsächlich nur um die neuen Server. Und ich habe in einem Video gesehen, dass bei PUBG 99% der Hacker aus China kommen. Und deswegen haben jetzt ganz, ganz viele Leute Angst, dass eben in Fortnite auch sehr, sehr viele Hacker hinzukommen werden. Wir können natürlich nur hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich möchte euch hier auch nochmal kurz zeigen, dass das in den Kommentaren auch oft geschrieben wurde mit den Servern, dass man da eben, dass es da eben nur um die Server geht. Ja, hier eben zum Beispiel, dass Fortnite jetzt in China released wird. Und so weiter und so fort. Und das ist eben die Antwort zu dieser Frage, ob eben eine chinesische Map kommen wird. Denn das haben mich auch sehr viele Leute gefragt. Und da gab es eben auch ein riesiges Gerücht, eben dass das so sein wird. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Fall. Weiter geht's mit einem unfassbaren Trick, wie man sehr viele Sniping-Kills machen kann, ohne selbst gesniped zu werden. Und zwar muss man sich dazu 2 Treppen bauen. Unbedingt aus Stein, anders geht es nicht. Unbedingt aus Stein. Und dann zwischen diesen 2 Treppen gibt es dann Lücken und da kann man einfach durchsnipen. Das ist ein unfassbarer Trick und den sollte Epic Games auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder rausnehmen, denn das ist einfach nur unfair, wenn man ehrlich ist. Aber solange das Ganze geht, würde ich euch schon empfehlen, das zu machen, denn dadurch kann man halt easy Kills machen. Und ja, das Ganze habe ich auch gesehen bei einem anderen YouTuber, den verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch nochmal genau anschauen, wie ihr das machen müsst, aber eigentlich ist es nicht schwer. Ihr müsst euch einfach nur eine kleine Base bauen, dann 2 Treppen rein und dann könnt ihr da eben dazwischen durchsnipen. Der Gegner sieht euch nicht, ihr seht den Gegner, bam. Ihr habt ganz viele Sniping-Kills. Beim letzten Thema handelt es sich um den Kometenregen, der jetzt oft gesichtet wurde. Und zwar habt ihr das sicherlich schon irgendwann mal gesehen im Spiel, dass irgendwie so ein Meteorit runterstürzt oder irgendwie so eine Sternschnuppe oder so. Richtig komisch das Ganze, aber das ist beabsichtigt von Epic Games, denn die bauen sogenannte Kometenschauer, Kometenregen eben ein. Und da sieht man wirklich große Kometen oder halt Meteoriten, die da eben schon runterstürzen, aber die verglühen kurz bevor sie auf die Erde einstürzen. Und das ist eben ein riesiges Anzeichen darauf, dass eben wirklich irgendwas mit diesen Meteoriten passieren wird, denn den haben die nicht umsonst ins Spiel eingebaut. Daher können wir stark davon ausgehen, dass wahrscheinlich in Season 4 dann eben was Krasses auf uns zukommen wird. Irgendwie eine neue Map oder eine verwüstete Map oder irgendwie sowas in der Art. Ich bin auf jeden Fall schon todesgehypt auf das Ganze. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch schon drauf freut. Und ja, damit war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann war es auch schon wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.